Hey Freunde, was geht ab? In diesem Video machen wir einen schnellen Adventskalender aus Toilettenpapierrollen und benötigen dafür natürlich erst einmal 24 Toilettenpapierrollen, Tacker mit Munition, eine Schere, Geschenkbänder, farbiges Papier, ich nehme rot, aber man kann natürlich auch andere Farben wählen, Stift, Lineal und eine 1 oder 2 Euro Münze. Da ich aber pleite bin und immer noch mit australischem Geld im Portemonnaie rumlaufe, nehme ich einfach den australischen Dollar. Ansonsten brauchen wir natürlich auch die Geschenke, und zwar dürfen diese nicht zu groß sein und müssen in die Toilettenpapierrolle reinpassen. Und da dieser Kalender für meine Freundin ist, sind die Geschenke für euch Jungs eher uninteressant. Obwohl, vielleicht ist ja auch irgendetwas dabei, was ihr euch auch kaufen möchtet und weiter verschenken wollt. Auf jeden Fall starten wir damit, die Toilettenpapierrolle auf der unteren Seite zusammenzutackern. Um das Ganze so stabil wie möglich zu machen, tackern wir sie rechts und links. Sehr gut, anschließend packen wir das Geschenk rein und tackern auch die obere Seite zu. Alles klar, das war das erste Geschenk und es folgen noch 23 andere. Wenn das Geschenk etwas größer ist, kann man die Toilettenpapierrolle auch nur einmal in der Mitte tackern. So passt dann noch ein etwas größeres Geschenk rein, und damit es nicht wieder rausfällt, reicht es ebenfalls aus, wenn wir es einmal tackern. Perfekt, nachdem ich jetzt noch einige andere Geschenke verpackt habe, ist mir aufgefallen, dass man die Toilettenpapierrolle auch so nach oben drücken kann, um etwas mehr Raum für die Geschenke zu schaffen. So passt zum Beispiel dieser Lippenstift etwas besser rein als vorher. Und zum Verschließen reicht einmal tackern ebenfalls aus. Und nachdem alle Geschenke verpackt sind, machen wir sie etwas schöner, indem wir ein Geschenkband drum wickeln. Dazu legen wir das Geschenk in die Mitte des Geschenkbandes und wickeln das Geschenk ungefähr so ein. Natürlich kann man die Farbe des Geschenkbandes variieren, was ich, wie man sehen kann, ebenfalls gemacht habe. Theoretisch könnte man die Geschenke jetzt so lassen, man würde dann jeden Tag irgendein Geschenk auswählen und es öffnen. Wer die Geschenke aber unbedingt nummerieren möchte, der braucht ein Blatt Papier, egal welcher Farbe, einen Bleistift und natürlich eine Münze. Da Rot, Grün und Weiß die klassischen Weihnachtsfarben sind, nehme ich Rot und falte das Blatt zuerst mehrmals in der Mitte, und zwar von beiden Seiten, um es dann anschließend zu halbieren. Als nächstes machen wir mehrere solcher Falten in das Blatt Papier. Wichtig ist, dass die Falten etwas größer als die Münze sind. Wenn das Blatt Papier dann so aussieht, habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt falten wir das Blatt erneut, aber von der anderen Seite, und auch hier muss die Fläche etwas größer als die Münze sein. Wenn das Blatt dann so oft wie möglich gefaltet wurde, legen wir die Münze drauf, umkreisen sie mit einem Bleistift und schneiden diesen Kreis mit einer Schere aus. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsst ihr jetzt einige Kreise haben. Meine sind nicht ganz so rund geworden, aber man kann sie, wenn man möchte, noch etwas nachbessern. Natürlich könnt ihr auch einfach mehrere Kreise mit Hilfe der Münze aufs Papier malen und diese dann einzeln ausschneiden. Das dauert zwar etwas länger, dafür sehen die Kreise aber besser aus. Und sobald ihr 24 solcher Kreise habt, kann man sie auf die Rückseite der Geschenke kleben. Wenn das geschafft ist, lässt man den Kleber für einige Minuten trocknen und nummeriert die Geschenke anschließend. Bam, fertig ist der Adventskalender. Um die Zahlensuche dann noch zu erschweren, kann man die Geschenke auch umdrehen. So könnt ihr die beschenkte Person noch etwas zappeln lassen, bevor sie das Geschenk dann irgendwann findet und auch endlich öffnen kann. Und das war's auch schon. Ich finde diesen Adventskalender mega cool und vor allem schnell gemacht. Außerdem spart man an Geschenkpapier, was nach dem Auspacken der Geschenke sowieso im Mülleimer landet.
Was meint ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!